Das Ding ist rot gefärbt. Ich nehme mal an, die haben, weil es auch zwei sind und die Position wichtig ist, hier mit denen zu tun. Da sind zwei Lampen. Was hat's da mit der Kurbel auf sich? Komme ich hier nirgendwo hoch? Münno. Auch nicht. Aber es ist doch richtig eingestellt, oder? Oh. Entlässt die Liebe Licht um Trost. Geschafft! Okay. Okay, es war einfach nur ein kleiner Einstellungsfehler beim Globus. Map. So. Die Lampen leuchten. Wir gehen mal kurz hier hoch. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. So, wir speichern jetzt erstmal ab. Puh. Hätte ich auch von allein drauf kommen können. Einfach mal hier. Das überprüfen. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Okay. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ich wollte gerade sagen, ob es auch seine Mutter verloren hat. T-Rex ist ja ganz schön klein. Brief an Auftragnehmer von Dad an Auftragnehmer. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Okay. Wo ist die weiße Königin? Ja. Mach mal nicht so einen Stress, Mädel. Wir sind ja jetzt endlich ein bisschen weiter. Lass uns hier alles anschauen. Okay, hier gibt es anscheinend nichts. Das sieht ja witzig aus. Ah, hier gibt es was zu gucken. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Die sehen nicht wie Hunde aus. Sie sehen irgendwie auch aus wie so Baby-Dinos. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Das ist aber ein Menschenkopf zwischen den Zehen. Das ist aber ekelig. Bäh. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldor... Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Die klingt irgendwie wie, wie heißt eigentlich von den Duck-Kiddies? Tick, Trick und Track, das Mädel. Irgendwie klingt die ähnlich. Ein goldenes Vlies. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Okay, das Wort Ossarium kenne ich. Hier ist nichts da. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Bestimmt nichts Gutes. Das sieht hier schon strange aus. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? Dein Vater war umtriebig. 25. Dynastie.
Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Okay. Aha. Hier kämen wir. Ah, da ist auch das Gegenstück. Okay. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Dafür der Kopf. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Wo ist die weiße Königin? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Heißt das nicht Mykene? Okay. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Okay, wir haben uns jetzt alles angeguckt. So, jetzt gehen wir hier zur Kurbel. So, wofür ist die Kurbel da? Ach, das sieht ja jetzt cool aus. Wir breiten die Flügel aus. Okay, ich ahne, was kommt. Die Flügel entfalten sich. Ah, okay. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Oh, ein Schritt weiter. Na, Gott sei's dir Dank, getrommelt, gepriesen und gepfiffen. Ich habe schon an meinem Intellekt gezweifelt. So, okay, sie ist offengelegt, aber gefangen. So. Nächste Frage. Wie kriegen wir die jetzt raus? Okay. An denen kann ich nichts drehen. Was passiert denn? Kann ich die noch bewegen? Nee, ne? Was muss ich denn jetzt machen? Hier muss die weiße Königin hin. Hier ist das X. Kann ich die nur bewegen? Die kann ich nur bewegen. Ah, warte mal. Einfach mal testweise. Was passiert, wenn wir das unterbrechen? Geht das? Und den dahin stellen. Gar nichts. Okay, da passiert überhaupt nichts. Nö, passiert gar nichts. Shit, war eine Überlegung wert. Was frei geworden? Nee, nichts Neues. So, die müssen auf die beiden fallen. Damit sie... Nein, jetzt geh doch mal runter. Du nervst. Aber was mache ich jetzt mit ihr? Wie befreie ich sie? Ah, okay. Müssen wir die einfach nur verändern? Jetzt kann ich sie befreien. Ah, okay. War doch nicht so schwer. So, dann komm her. Entlässt die Liebe Licht um Toast.
hier gehörst du hin. Erstaunlich. Meine Herren, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Lecco mio. Dann gehen wir mal hier rein. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Ah, wie süß. Tale of the White Queen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Okay, also Erinnerungsstücke an die Mutter. Was meinst du denn da? War das ihr Atelier? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Oha. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Oh, oh. Oh, oh. Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen es schon. Das sind natürlich keine schönen Erinnerungen. Ja So, Kaiserin Jaguar-Weste. Okay. Vorteile. Ah, jetzt haben wir es angezogen. Beine. Feindentdeckung. Okay, wir sind also länger getarnt. Dann nehmen wir natürlich das. Cool, cool. Haben wir sonst noch was? Okay. Dann machen wir mal ein Upgrade. Verstärkter Schaft ermöglicht höheres Zuggewicht. Erhöhter Schaden. Die können wir nicht. Können wir das? Machen wir das. Okay. Gehen wir mal da raus. Immer noch. Okay, das geht nicht. Ach so.
Das können wir noch nicht machen, da fehlen uns die Sachen. Gut, dann sind wir da raus. Müsste hier jetzt alles erledigt sein. Und hier haben wir jetzt einen Punkt zu vergeben. Ne, sogar zwei. Wo kommen denn zwei hier? Zwei Punkte. Sehr schön. So, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen langweilig, weil ich mir erstmal alles durchgucken muss. Fallgift, Toxin, Spinne, bla bla bla. Nee. Große Tiere. Nein, 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 nein. Das kostet mich drei. Sicht der Eule. Halten länger an, wenn sie es bewegt. Okay, die sind zu teuer. Waffen-Upgrade-Stufe, okay. Die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Das wäre natürlich ganz cool. Das brauchen wir nicht. Da haben wir irgendwie noch gar nichts bei Rot. Erlittene Schaden von tiefen Stürzen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Okay. Lautlos-Kills ohne Alarm. Luftlänge anhalten. Ne, Lockfallen interessieren mich nicht. Automatisches Plündern von Fall nach Lautlos-Kills. Also entweder das oder das. Ich bin mir nicht so ganz schlüssig. Wir nehmen das. Ja. Ich kenne mich. Ich möchte lieber etwas länger unter Wasser aushalten. Während den Anfängen. Ihr wisst Bescheid.